Hotabit, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Retro-Freunde, hier bei eurem Retro-Julie und willkommen zurück zu Kirby und das vergessene Land. Ja, ihr habt jetzt, glaube ich, einen Monat oder so. Habe ich jetzt keinen Part mehr gebracht für Kirby und das vergessene Land? Ja, kurz zur Erklärung. Einfach eigentlich ist was so. Wir haben uns ja zurzeit ähnlich so gefühlt wie in dieser Welt hier. Ähnlich heiß, wie es hier in der Lava ist, wo wir uns gerade mit Kirby befinden. Deswegen, ganz ehrlich, hatte ich da keine richtige Lust drauf, bei der Hitze, bei über 30 Grad hier irgendwas aufzunehmen. Da wäre ich, glaube ich, komplett geschmolzen hier, wenn ich da ein, zwei Stunden aufgenommen hätte. Außerdem hatte mein Sohn natürlich auch noch Ferien gehabt. Das kam auch noch dazu und da wollte ich natürlich Zeit mit ihm verbringen und hier nicht mit irgendwelchen Aufnahmen. Heute an diesem Tag ist es mal etwas kühler. Was bedeutet, dass ich endlich mal wieder was aufnehmen kann nach gut einem Monat. Und ich hoffe, jetzt kann ich auch mal wieder regelmäßig Videos wiederbringen. Es kühlt sich ja jetzt die Tage hoffentlich ein bisschen ab. Es wird jetzt nicht mal so dolle warm. Hoffen wir mal, guck mal, haben wir noch so einen Riss, den ich übersehen habe. Ich hoffe, es kühlt sich jetzt ab, dass ich wieder regelmäßig Videos bringen kann und euch mit ein paar Videos beglücken kann. Von Kirby, von Mario und Luigi und natürlich von Super Mario 3D World. So, ich muss mich, glaube ich, so bei der ersten Welt. Wie gesagt, seit einem Monat spiele ich es natürlich nicht. Muss mich ja mal ein bisschen nur reinfuchsen in die Steuerung und so weiter. Aber das, denke ich mal, werden wir doch relativ gut hinbekommen. Wir starten heute mit der Feuerhölle im Kraftwerk. Schau mal, ob ich noch was kann hier, ob ich schon verlernt habe hier. So, X ist natürlich springen. Hier einsaugen, das weiß ich natürlich noch. Gut. Schauen wir mal. Gut. Gehen wir mal ins Feuerkraftwerk. Wie gesagt, ähnlich heiß habe ich mich da auch so gefühlt. Das hat, glaube ich, nicht wirklich den Unterschied gemacht. So, bis jetzt gab es noch kein wirkliches Ziel. Schauen wir mal. Gute Musik auf jeden Fall. Hier müssen wir ziemlich durchrennen. Ach nee, müssen wir nicht. Hier können wir uns ja. Hier können wir uns ja verstecken. Ich muss natürlich ein bisschen gucken, dass hier kein unterirdischer Gang irgendwo ist. Kann ja durchaus sein. Die nehmen wir gleich mal mit. Ich weiß nicht, ob wir das Drachenfeuer brauchen hier. Schön umschauen, aber hier entdecke ich. Oben drauf komme ich auf jeden Fall nicht. Doch, ich habe schon mal was entdeckt. Hier. Aber nee, das ist nur so ein. Nur so eine kleine Kammer, wo mir nichts passieren kann. Hey, ach, aber hier schon. Okay. Das war eine Fake-Kammer, okay. Aber hier passiert mir nichts. Hier dürfte mir. War da jetzt ein kleiner. Nee. Nicht, dass hier irgendwas ist. Das könnte natürlich durchaus sein, dass hier hinten. Aber mal gucken, ob du den brauchst. Aber respawn. Scheint nicht der Fall zu sein. Bis jetzt habe ich auch noch kein Ziel. Jetzt ist eventuell, ich dachte, man kann da irgendwie oben drauf. Aber nee. Warte mal, muss ich den zerquetschen? Wo sind die jetzt hin? Verschwunden. Okay.
Na, das dachte ich, das hätte ich jetzt als hier erwartet. Aber hier ist auf jeden Fall was, ha? Wo ist der erste, ja? Reicht doch, das haben wir eben. Da gibt's noch mehr. Geheime Kammer. Infiltriere den Kontrollraum. Eine Kapsel. Das war glaube ich nicht spannend. Ja. Hier dürfte man alles geholt haben hier. So, jetzt kommt ja ein Laufband. Hier ist mit Sicherheit oberhalb auch irgendwas. Okay, hier müssen wir so einen Splitter sammeln. Trinke 3 Kaffees. Ne, das habe ich ja. Das habe ich eben gar nicht gesehen, wo ich den ersten in die Sache. Hier ist noch ein Splitter. Ne, da warte ich noch. Ich möchte auf die Dinger oberhalb auch mal überall gucken. Ja, sag ich doch. So, jetzt unterhalb noch was, ne? Da hinten, ne? So. Dafür kriegt man den Waddle Dee. Mal schauen hier. Ist das noch ein Kaffee? Nee. Das ist noch eine Kapsel? Wie jetzt? Das Laufband geht aber schnell. Komm schnell mal zurück, genau. Aber ja, kann man. Wie mache ich das denn hier? Okay. Geh auf! Eine Babyflasche? Ja. Geheimgang, ne? Voll klar, dass da irgendwas ist. So, und das ist der nächste Waddle Dee. Oh, Feuer, Feuerhammer. Ah. Bevor ich das anzünde, gucke ich mir das einmal an hier. Ah, okay, das kann ich noch nicht hinstellen. Warte mal, das geht hier rum? Ich muss mir den Weg immer merken. Das geht darum? Okay, denn der geht so unten lang. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich auf die Lunte trete. Kann ich hier lang? Warte ich, bis es vorbei ist. Muss ich warten, bis das hier? Ah, ach so. Oh. Haben wir auch hingekriegt, aber mehr war ja nicht. Es fehlen nur noch 2 Ziele, oder? Ne, ein Ziel. Ein Kaffee? Ein. Halt! Ah! Tiefschlaf-Blaupause. Was, das gibt's doch?
Für das Schlaf? Für die Schlaffähigkeit gibt es doch ein Upgrade? Fragt sich auch was genau. Weil das nützt ja eigentlich nichts. Oh! Da ist ein Kaffee! Hammer! Ach, da komme ich auch nicht vorbei! Da ist noch eine Kapsel! Jetzt runter bitte? Ach, guck mal. Obwohl er etliche Kapseln hier versteckt, ey. Brauche ich den jetzt noch, oder? Okay, ich muss das wahrscheinlich überleben, oder? Nein! Warte! Nein! Nein! Oh. Scheiße! Ich muss die korrekten Formen annehmen, gut. Gut, haben wir. Halt, die müssen noch wohl. Ah ja, der drinnen. Gut. Ja, die haben wir alle. Aber ein Ziel hat natürlich trotzdem gefährt. Oder ist hier noch irgendwas? Nee, komm ich nicht. Da kommst du nicht. Kaputt machen kann. Nee, leider nicht. Aber ja, es ist akzeptabel. Bis auf ein Ziel, aber nicht gekommen. Lass dich nicht zerquetschen. Oh, wow. Toll. Neue Nibbelnatter. Dieses gefressige Reptil verputzt seine Gegner am Stück. Sobald es sein Opfer erspäht, geht es schlängelnd auf Verfolgungsjagd. Dank seines elastischen Körpers kann es selbst Dinge verschlucken, die auf den ersten Blick viel zu groß erscheinen. Moment mal, klingt irgendwie vertraut. Ja. So, ich habe ein paar neue, nicht nur doppelte. Auch neue Vulkanfeuer. Kaboom, zisch! Dieser Vulkan hat es in sich. Nutze geothermale Kraft, um Lava auf den Gegner zu spucken, um sie wegzubrutzeln. Aber steckt dir nicht gleich alles in Brand. Series 1, das haben wir schon, ne? Ja, das ist doppelt. Auch doppelt. Ja, immerhin zwei neue. Machen wir es halt normal, ohne zerquetscht zu werden. Ich dachte ja, ich muss diesen Stier da zerquetschen. Versammlung des Bestienrats. Ich würde sagen, sehen wir uns hier beim neuen Level wieder. Weil... das gleiche Level nochmal durchspielen, das müsste jetzt nicht immer sein. Ist ja jetzt nichts Neues. Das darf mich ja nur nicht zerquetschen lassen. Also bis gleich beim nächsten Level. So, zerquetschen haben wir jetzt, ohne zu zerquetschen, haben wir jetzt auch geschafft. Aber das Level komplett. Das eröffnen wir noch einen Riss. Und dann gehen wir jetzt zur nächsten Welt. Versammlung des Bestienrats. Komm jetzt. Ja, mehr die Hunde hier drin.
Alter. Da passen die, Alter. Hey, kommt jetzt ein Boss, weil ich jetzt... Vielleicht da verschiedene... Dringe tief in den geheimen Passagen vor. Oh, Kugelblitz. Hey, so, ich breite jetzt einfach mal Kugelblitz. Also, es kommt scheinbar irgendein... Der Gorilla? Ich dachte jetzt, das war ein Ziel, aber bestimmt mit einer anderen Fähigkeit hin. Obwohl, ich gucke mich hier noch ein bisschen um. Das ist ein cooles Auto, okay, da ist so ein Mülleimer. Andere Seite schnell. Da müssen wir hier so eine Strecke fahren. Ich hoffe nicht wieder in irgendeiner Bestzeit oder sowas. Okay. Mal vorsichtig sein jetzt. Doch mit Zeit. Mann, das... Wow, was für ein geiler Respawn-Punkt hier, ey. Habe ich jetzt sowieso nicht mehr. Mann! Ja, so ein Bullshit. Komm! Oh! Huhu. Alter, was knapp. Ne, neu versuchen. Ich hätte nochmal neu versuchen können. Das ist Vincent. Fair, aber ich habe ja das geholt. Es sind noch mehrere Boss-Fights. Ja, sieht so aus. Ist auch eine geile Passage irgendwo. Nee. Aber wer kommt jetzt? Ich will mal, kann mal gucken, wer kommt. Das war nie in den Jut. Ah! Das war doch in den am besten. Wegeblatt. Nur mal Sägeblatt, ich weiß, das werden bestimmt die Ziele sein. Besiege den Boss mit denen, besiege den Boss mit dem. Das mir die besser bestimmt. Oh! Innerhalb von 1,30, okay. Das haben wir schon mal geschafft.
Als nächstes kommt hier mit Rene. Mit der Rolle. Also so wie ein kleiner Boss Rush jetzt. Und irgendwas mit dem Gorilla. Was ich mit einer bestimmten Fähigkeit den besiegen wahrscheinlich. Bei Zeit kann es auf jeden Fall nicht gewesen sein, weil den habe ich sehr, sehr schnell besiegt. So, jetzt mit dem... Der Rolle hier auch mit Zeit. Ach nein! Rein lassen. Ich hab doch... Bin doch Sprung. Okay, fallen lassen. Aber das sehe ich nicht. Oh. Puh, das ist eine coole Welt. Die fällt mir in der Vulkan-Ebene bisher am besten. Nicht zu sehen. Sehr cool gemacht. Hätte ich auch noch. Oder ist der Typ in. Warte mal. Der Typ mit dem Schlafen, das, der ist doch nicht im Sinn hier, oder? Ich weiß ja nicht, der steht doch hier nicht im Sinn. Okay, ich hätte jetzt eingedacht, ja. Dann. Das Schwert kommt nicht mehr. Das kommt wahrscheinlich noch ein Boss, oder? Ja. Was ist doch an der? Auf die Katze. Bombe? Oh, Bombe. Besser. Stimmt, ohne Schaden. Okay, muss ich ohne Schaden besiegen. Das ist wahrscheinlich die ohne Schaden oder so. Ach, da oben noch. Wie war das jetzt nochmal? Nach links und rechts neigen, was? War das so? Ich hoffe nicht ohne Treffer oder so. Also, komische Ziele waren bestimmt dabei. Hier ist ein Scheiter. Oh. Das hat mich alle Scheiter erwischt, oder? Ja, ich glaub schon! Oh, das ist geil! Nein! Ich hab alle Scheiter auf. Ich glaub ja, sonst hätte ich jetzt das nicht falsch erzählt. Trotzdem hat einer gefehlt. Bin ich gespannt, welches
Welches Ziel? Ja, mit auf jeden Fall mit irgendeinem Boss zu tun, aber welcher? Ist hier irgendwas noch? Guck mal! Ein Waddle, die habe ich verpasst. Hm. Ich wusste es. Sie siege Tatsache, ohne getroffen zu werden. Ah. Autostopper. Haben sie alles doppelte, Mann. Na, irgendwo ist ein Model, die noch, der vierte. Schauen wir halt nochmal. Oh, vorletzte Welt, Showdown, das, und dann kommt der Boss. Da gibt's aber noch Führers, ey. So, ohne getroffen zu werden. Die ist natürlich ganz am Ende. Wenn du da getroffen hast, musst du natürlich das komplette Level nochmal spielen. Gut, haben wir. Das ist ja eine Waddle hier, muss ja hier irgendwo sein. Ich höre wohl nix. Hä? Ah, gut. Mann. Siehst du? Musst du auf jeden Winkel musst du da achten, ey. Hab ich vorhin nicht hingeguckt. Nach vorne war nur eine Achterbahn und dann haben wir es geschafft. Der hat mich vorhin auch getroffen. Brauche ich eigentlich nicht mehr sammeln. So. Immerhin können wir jetzt noch ein paar Münzen snacken. So! Vorletzte Welt vom Boss jetzt hier. Das beim ersten Versuch schaffe mit Tatsandra hätte ich jetzt das nicht gedacht. Ich dachte, ich struggle da ein bisschen mehr, aber. Oh, neu, Geist. Ich glaube, wenn es so ein Geräusch gibt, so ein blinkendes Geräusch, dann ist es, glaube ich, ein neues immer. Geistgordo. Da kommt nicht so ein blinkendes Geräusch, wenn du das doppelt hast. Ich glaube aber, die meisten Kapseln musst du später so alle kaufen. Dann brauchst du deine ganzen Münzen da.